Hallo Europa! Servus! Wir haben was ganz was Tolles für euch! Ach so, und was? Das Freihandelsabkommen! Transatlantic Trade and Investment Partnership! Was ist das? Tja, wir wollen eure Demokratie schwächen und die Industriediktatur stärken! Aha! Ja, super! Ja, zum Beispiel, in Amerika, wir essen genmanipulierte Nahrung, in Chlor gereinigtes Hühnerfleisch und Hormonfleisch. Das gibt es dann bei euch auch bald. Sagt doch der Verbraucherschutz nichts dagegen. Ha, ja eben nicht, dann gibt es keine Kennzeichnungspflicht mehr und ihr wisst nicht mal, was ihr fresst. Toll, aber wenn jetzt ein Land sagt, das ist verboten? Ein Traum, dann kann die amerikanische Firma euer Land verklagen, weil es zu Profitbeeinträchtigungen kommt. Ja, aber Moment, von dem genmanipulierten Essen, da kriegt man doch Krebs, oder? Come on, das bisschen Geschwür. Außerdem kurbelt das doch die Pharmaindustrie an. Stimmt auch wieder. Super. Und sonst noch ein paar Details oder so? Details werden streng geheim nur von Unternehmensvertretern verhandelt. Zum Beispiel von diesem hier. Mit Fracking pumpen wir Gift in euren Boden hinein. Verbraucher und Datenschutz werden Geschichte sein. Eure mickrige Landwirtschaft, wir bluten euch aus und holen den letzten Cent aus euch raus. Ja, aber wenn wir das nicht wollen, wir leben schließlich in einer Demokratie. Das Volk, wenn du glaubst, dass du in einer Demokratie lebst, dann lebst du wohl hinter dem Mond. Ja, dann gibt's eigentlich nur noch eine Lösung und die ist recht amerikanisch. Ja, welche denn? Uncool! So. Du musst ja nicht gleich jemanden erschießen, aber eine Regierung, die einem solchen Freihandelsabkommen zustimmt, ist inakzeptabel. Unterzeichne noch heute den Campact-Appell für den Verhandlungsstopp. Es ist deine Stimme, dein Leben, deine Entscheidung. Unterzeichnen, weitersagen.